Ich habe eine Totalprothese. Hallo, mein Name ist Daniel Richter, ich bin Zahnarzt bei Casa Dentalis und heute machen wir die What's in the Box Challenge. Am meisten Angst habe ich davor, dass da etwas Lebendes drin ist, was mir gleich den Finger abbeißt. Hallo, mein Name ist Nicole Schröder, ich bin auch Zahnärztin bei Casa Dentalis. Ich habe vor allem Angst, was mit Höhe zu tun hat, deswegen glaube ich, brauche ich heute eigentlich nichts hier zu befürchten. Hallo, ich bin Julia, ich bin zahnmedizinische Fachangestellte und ich habe Angst vor Spinnen. Ich hoffe, da ist keine drinne. Totenkopf, oder? Ja! Wow, sehr gut. Was ist das denn jetzt hier mit? Fühlt sich an wie eine Maske oder ein Handschuh? Jetzt will ich eigentlich auch mal gucken. Ja. Jetzt ist auch was. Ihr könnt ja auch noch mal mit reinfassen, ja? Ohne dass wir gucken, was es ist. Oh, das ist aber wirklich schwierig. Das lohnt sich, ne? Das ist irgendwie komisch. Also es fühlt sich vorne an wie ein Mund, wie Zähne. Ist das ein Mundschutz? Das ist leicht, eine Pinzette. Yay, sehr gut, klasse. Meine schönste Halloween-Erinnerung. Ich habe keine schöne Halloween-Erinnerung. Als Student haben mal Kinder bei mir geklingelt und ich hatte keine Süßigkeiten da. Und seitdem habe ich jetzt immer Süßigkeiten zu Hause an Halloween, weil ich keine Lust mehr habe auf die Situation. Ich habe mal Socken von jemandem bekommen. Du hast Socken von jemandem bekommen? Ja. An Halloween. Waren die getragen oder willst du neu? Nein, nein, die waren neu. Die waren so diese Kuschelsocken. Aber das ist aber cool. Ja, ne? Aber ich wollte was Süßes.